Was geht, Bruder? Moin! Ich hab gehofft, dass ich dich mal treffe. Heute ist der Tag. Stell ab! Junge, ich liebe Düsseldorf! Gott, klingt der gut, ey. Also ich kann schwimmen, aber ich gehe halt unter. Ich schlepp dich ab. Ich bin auch Rettungsschwimmerin. Da rammelt dich! Das ist einfach wie in der GTA Online-Lobby hier. Moin. Du bist heute auf Achse einfach 3 Stunden nach Düsseldorf gefahren, um mit uns Vollidioten hier eine Runde zu drehen. Ja. Caro? Das ist dein Schätzchen? Das ist eine Yamaha, gell? Genau, das ist die Yamaha. Ist ein ZFR 125 vom Baujahr 21. Allerdings habe ich keinen Ori-Auspuff, das ist ein Leowinds-Auspuff. Also der ist laut, sagst du? Ein bisschen. Also man könnte sagen, du stehst auf laute, motorisierte Fahrzeuge. Auf jeden Fall. 2 Räder? Nicht nur. 4 Räder? Auch. Augen zu. Nicht flunkern, gell? Geben wir uns heute mal besonders Mühe. Bin gleich fertig. Oh ja, die ist schön. Ich sehe dich, Caro. Augen zu. Perfekt. Und Augen auf. Ja, danke schön. Was soll ich dir jetzt hinmachen? Ich kann es an deinem Bike machen. 5 PS mehr. Oh ja. So, und der Sören ist natürlich auch dabei. Der muss sich die ganze Scheiße hier reinziehen. Aber du bist einfach ein Gentleman. Das gibt's ja nicht. Hast du das gehört, Caro? Also manchmal bist du kein Gentleman. Ey! Wer ist der Gentleman? Du. Sehr gut, Caro. Wir sind uns einig. So, und mein Date werde ich natürlich heute mit der Insta360 X4 aufnehmen. Caro, egal wo du bist, nicht nur ich werde dich immer im Auge haben, sondern auch die Kamera. Es ist einfach ein geiles Produkt. Ich liebe Insta360. Kann das eigentlich sein, dass ich heute das leiseste Bike habe? Eine 125er ist lauter als meine 450er. Das ist ein bisschen peinlich. Polizei ist hier bei Douglas ein bisschen shoppen. Was haben wir hier? SL, Porsche Carrera. Also Porsche Carrera ist schon schön. Oder? Guck mal hier, Urus, Porsche, Bentley. Oh, guck mal hier, Alter. Das ist ein alter Porsche. Speedster, Digga. Also wenn das ein echter ist, ich glaube, der ist asozial teuer. No joke. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Junge, übel geil. Können wir ein Foto machen? Ja klar, was geht, Jungs? Alles klar? Bei dir? Servus. Bis dann, ciao, ciao. Alter, jetzt kommt hier Quad angeballert. Hier ist eine Kuhle, ich komm nicht raus. Das muss Caro jetzt selber schaffen. Beinpresse, 150 Kilo. Oh, guck dir das an. Ey, ich muss sagen, Lamborghini in Gelb, das ist für mich einfach die Lambo-Farbe. Echt? Ich finde Grün besser. Ich glaube, weil ich früher immer in Need for Speed Hot Pursuit den Lamborghini in Gelb gefahren bin. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ey, guck mal, da steht der Quad-Fahrer. Was geht, Bruder? Alles klar? Ja. Geiles Quad. Dankeschön. Was hat das Ding an Leistung? 105. Was? Geisteskrank. 4-Zylinder-Umbau. Ja, das ist ein anderes Level, ne? Das ist richtig asozial, die hier in der Stadt zu fahren. Bist du schon mal damit durch den Tunnel gescheppert? Ja. War gut? Ja. Guck mal hier, der im Audi. Was geht, Bruder? Moin. Ich hab gehofft, dass ich dich mal treffe. Heute ist der Tag. Ja. Stell ab! Junge, ich liebe Düsseldorf. Nimm mich mal auf, Bruder. Ich mach dir Truck. Oh, yes. Das macht er nicht zum ersten Mal. Ey, ich schwör's dir, das war zu gut. Also ich hätte es nicht gekonnt. Lüge. Oh, Digga, guck dir das Ding an. Digga, heute ist Lambo-Town hier. Oh mein Gott, Alter, ich spritz gleich schon wieder ab. Das ist ein Techniker, oder? Ja. Wir verdienen einfach zu wenig Kohle. Turbo S auf der linken Seite, Bruder. Guck mal, was steht da? Ach, da ist der ST. Alles klar bei euch? Alles klar? Ey, Hingucker, die beiden Dinger. Sag mir, wohin. Oder wenn du fahren willst, fahren wir mit meiner Karre mal eine Runde. Wenn ihr Bock habt, dann fahren wir in Kolonne. Ich fahr euch einfach hinterher. Okay, super. Digga, guck dir das an, Alter. Die Frau hier vorne im Porsche, der Mann dahinter. Leben durchgespielt, schwör's dir. Wie schön sieht das aus, ey. Was macht ihr denn hier für eine Pause auf dem Standstreifen? Ja, wir fahren auf die Damen. Auf die Damen, na klar. Ich sag dir, wenn du... Oh mein Gott, Caro. Ich bin gerade leicht verliebt. Oh. Noch nie kam jemand so ohne Ankündigung neben mich, hat die Hand ausgestreckt und wollte meine Nähe. Was? Freundschaft beendet! Was ein Auftritt, mein Lieber. Ja, und du lässt mich jetzt mit deiner Karre fahren, ja, oder was? Mit dem Porsche ST. Wenn das einer ist, der ist ja nur ein Fake. Der ist ja noch teurer, glaube ich, als der GT3 RS, oder? Der ist derzeit der teuerste. Ach, guck mal, da sehe ich doch einen Schallknüppel. Das ist ein Originaler. Wahrscheinlich schon, ja. Kein Fake. Fährt sich ganz gut, ja. Fährt sich gut, ja. Wie hast du geschrieben? Wie sich manuell fährt, das kann ich selber dann herausfinden. Auf jeden Fall. Ja, ich finde, der sieht brutal schön aus. Normalerweise bin ich ja so ein extremer Frittentheken-Fetischist, aber bei dem sieht es trotzdem ohne geil aus. Boah, Junge, ist das eine heilige Mutter Gottes. Uiuiui. Ui. Jetzt sitzen wir drin. Ich glaube gerade nicht, dass das passiert. Ist doch geil. Was ist Autoblip? Autoblip, dann gibt er beim Runterschalten Zwischengas. Boah, der klingt ja richtig geil. Ich glaube, der ist ein bisschen zu laut. Der ist genau richtig. Hast du recht, der ist genau richtig.
davon. Es gibt es nicht. Ich sitze wirklich hier in dem Ding drin. Wie viele fahren davon rum? Also es gibt 1963. Wahrscheinlich verschwinden die meisten in Garagen, Sammlungen. Also die wenigsten fahren die. Aber du hast dir vorgenommen, das Ding so viel zu bewegen, wie du Bock hast. Ich habe ja kein Geld, um den wegzustellen. Ich brauche den ja zum Fahren. Sonst käme ich ja nicht hierher. I love it. Oh, Alter, nee. Scheinbar zwei. Was? Verliebt! So, Freunde, kleiner Soundcheck. Porsche 911 SC. Gott, klingt der gut, ey. Boah, Junge. Boah, macht das Spaß. Ich könnte die ganze Zeit mit dem Auto fahren, wirklich. Das ist so sexy, wirklich. Diese Downshifts. Das ist so geil, Mann. Die kann runterschalten, so viel Spaß machen. Das ist lächerlich. Sie ist auch schon am Grinsen. Ich weiß genau, wie geil ich das fand. David, bist ein geiler Typ. Echt dickes Dankeschön, dass du mir das Vertrauen hier geschenkt hast. Nicht selbstverständlich. Ehrlich, voll geil. Das nächste Auto ist gespawnt. Ford Mustang. Auf getuned. Mahaba. Assalamu alaikum. Habibi, wie ist dein Name? Erdem. Du hast ein lautes Auto. Ja, hab ich. Lass eine Runde fahren, Bruder. Dann kannst du den Sound so checken. Ja, safe, Bruder. Jetzt fahr die Karre um. Alter! Geisteskrank, David. Wie hört sich das im Innenraum an? Digga, es ist behindert laut hier drin, no joke. Junge, ey, willst du mich fahren? Guck mal, da kommt noch ein Porsche entgegen. Was ist das denn für einer? GT3. Hast du mir erstmal gezeigt, wer das lauteste Auto hier hat, gell? Guck mal, er dreht sich sogar schon um, Alter. Der weiß überhaupt nicht, was abgeht. Pack die Vape weg. Wir fahren jetzt Motorrad. Schaust echt schick aus. Leistungsschwimmen? Ja. So Olympiamäßig. Nee, ich fahre dieses Jahr auf die Deutsche Meisterschaft. Darf ich dein Trainer sein? Ich trainiere dich. Perfekt, ich habe nicht immer Seepferdchen. Oha, ich bringe dir das Schwimmen bei. Ich bin auch Rettungsschwimmerin. Pack den Rettungsring aus. War eine Hochzeit. Einen Ring habe ich schon. Aber du brauchst einen dicken, fetten, weißt du? Ich möchte nur einen richtig dicken Klunker haben. Du kriegst so einen dicken Klunker, Alter. Deine Hand wird auf den Boden schleifen, weil der Klunker so dick ist. Nicht billig. Habe ich auch nie behauptet. Also was sind so deine Hobbys außer Motorradfahren? Also primär mit dir Zeit verbringen. Oh, mein Hobby ist Motorradfahren, Schwimmen und ich habe früher getanzt. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Was hast du getanzt? So lateinamerikanische Tänze. Oh mein Gott, so latinamäßig. Ja, so Cha-Cha-Cha, Rumba. Wow, Cha-Cha-Cha. Da, da, Cha-Cha, da, da, da. So, halt mal. So, wir machen die hinten ran, ne? Wir machen die hinten ran. Und dann machen wir Beckenübungen. Weil du bist ja Schwimmerin und man schwimmt ja im Becken. Bist du bereit, Caro? Ja. Es steht hier einfach wirklich. Supermoto, Caro, lieben wir. Okay, ich steig jetzt einfach da wieder so drauf. Okay. Was sprichst du eigentlich für Sprachen? Deutsch? Englisch, Russisch. Boah, sag mir mal irgendwas Nices auf Russisch. Ja, люблю тебя. Was heißt das? Ich liebe dich. Oh mein Gott! Ja! Das ist schon so ein kleines Klammeräffchen, ne? Findest du das gut oder nicht gut? Finde ich super. Ja, was würdest du sagen? Wie läuft unser Date bis jetzt? Skala 1 bis 10? Eine 9. Der Frozen Joghurt fehlt. Der Frozen Joghurt fehlt? Dann wäre es eine 10? Ja. Wir gehen Frozen Joghurt essen. Zufällig kenne ich da den besten Laden in Düsseldorf. So ein geiles... Der einzig wahre Leonardo Cheeseburger. Schön, dich zu sehen. Digga, Leonard auf dem Roller, Alter. Das ist wirklich ein Spektakel, was ich hier heute erleben darf. Gut, oder? Das ist der Rentnerflitzer. Kannst jetzt mal dein Gött präsentieren mit der Insta360 hier. Die Rentnerperspektive. Ja, ohne die Farbe finde ich geil. Blau-grau, ja, richtig geil. Geil. Digga, der R8 ist irgendwie lauter, ne? Bruder, geile Karre! Ja! Eieiei, ist der laut. Boah. Boah. Ja klar, komm, was geht? Fahren, Bro. Junge, ohne wenn du mir sowas sagst, das motiviert mich weiterzumachen. Kein oh, guck mal, der Ferrari Leonard. Ich glaube, es ist ein 488, oder? Schickes Ding, ey. Was ist in Düsseldorf los? Wir sind verdammte Geringverdiener. Oh. Was war das für ein Schüttelanfall? Was geht? Hey, Saitama am Start, was geht? Guck mal hier mit Sitz, Alter. Oh, ein Evo, Alter. Wunderschönes Ding. Noch ein Huracan. Bruder, das ist der vierte, der jetzt hier steht. Und hier ein G63 AMG. Boah, die Farbe fühle ich sehr hart. Ohne Lamborghini Huracan ist Massenware. Ist mir gerade mein Heck gefahren. Gibt's ein Problem? Ja, komm, fahren wir nochmal rein. Oh, ne, 8 GT, Bruder! Yeah.
Alter! Junge! Digga, das Ding ist so sexy. Digga, der ist teuer und limitiert und so schön mit dem Spoiler. Boah! Guck mal hier, Porsche GT3 in blau. Ja, aber wird aufgeschrieben, ne? Vom Ordnungsamt. Der kriegt erstmal eine Knolle. Oh, ein McLaren da. Guck mal, 765 oder was? Das ist ein 765, Bruder. Junge, was eine geile Knolle. Ich habe keine Ahnung, wie die Farbe heißt, aber die sieht auf jeden Fall unfassbar geil aus. Guck mal, das ganze Carbon da drin, das gibt's ja nicht. Gott, ist der schön. Und keiner hat gesehen, dass da vorne ein M4 ist. Der M4 geht gerade so unter, das gibt's gar nicht. Das Ding sieht doch nicht straßenzugelassen aus, oder? Nee. Das ist krank, Alter. Ja, die Carsporter, die sind so glücklich gerade. Ja klar, guck mal, der läuft hinterher. Guck der mal. Rennt. Ich fühle mich gerade wie dieser kleine Junge. Fuck it, hey. Fuck it, hey. Guck mal hier, jetzt kommt das Tandem mit den Teddybären. Geil, Alter. Das ist einfach wie in der GTA Online Lobby hier. Was geht ab? Nice Smile. Ja, ihr auch. Ich dachte, sie hat gesagt nice Smile, aber sie hat gesagt nice Bike. Hey, da sind ja noch mehr. Was geht ab? Alles klar? Was geht? Hi. Hi. Servus, David. Wo fahrt ihr hin? Oh, hier auf Dekadent, bisschen was essen. Ja. Sugar Mami? Guck mal da drüben, Alter, die sehen ja ganz wild aus. Hi, David. Was geht's? Hi. Du machst hier Fotomodel heute? Ja. David übrigens. Mia. Mia, fährst du selber auch Motorrad? Tatsächlich, ja, die steht da. Die 125er. Wir kennen also, uns sogar, tatsächlich. Wir kennen uns. Ja, wir kennen uns. Mia? Hab ich natürlich nicht vergessen. Die Erinnerung musste nur aufgefrischt werden. Ja, dachte ich mir. So sieht's aus. Freut mich sehr, dich wiederzusehen. Mich auch. Was hältst du davon, wenn wir zwei Hübschen mal ein richtig geiles Video zusammenbrennen? Das können wir gerne machen. Dann komm auf mich zu. Ne? Schreib mir auf Insta. Muss mir dein Insta aber geben. Mach ich. So, ich schreibe jetzt bald Video. Wird krass. Ja, ich freue mich schon sehr. Ich freue mich ja. Es wird wild werden. Das wird super. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Da rammelt mich. Hey, es darf nur ich, verdammte Sch. Boah, David ist echt wie so ein Rammler. Ja, es ist kurz mit mir durchgegangen, tut mir leid. Digga, Leonard fährt wie der letzte mit diesem Teil. Ey, das passiert automatisch, wenn du da drauf sitzt. Ja komm, lass mal tauschen. Alter, jetzt sitze ich echt auf dem Roller, verdammte Kacke. Ist geil, oder? Boah, gleich legst du dich, David. Ey, da mach kein Dumme. Du bist so kurz vor, also du schleifst alles, ne? Was? Ja. Da kein alles auf. Caro, was sagst du? Steht mir mein neues Gefährt? Absolut nicht. Hier ist Platz für deinen Allerwertesten. Da habe ich auch Platz. Digga, was liegt denn hier auf der Straße? Das ist ein Schuh. Ah, er war drüber fahren. Entspannt. Ja. Caro, mein Schatz, möchtest du meinen LXLXLXXLL Selfie-Stick ausfahren? Ja. Sei gewarnt, der ist sehr groß. Oh, ja. So, dann befestigen wir mal die Insta360 hier vorne dran. Gott, schaut euch das an, Freunde. Die Welt in 360 Grad. Und das Allergeilste ist, mit der neuen Insta360 Studio-App könnt ihr einfach mit AI automatisch Dinge tracken lassen. Also AI entscheidet, was am besten zu tracken ist. Macht sie super. Okay, holy s***. Und jetzt machen wir noch ein paar geile Aufnahmen, okay? Der Link zu Insta360 ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Gerade am Helm habe ich die Ace Pro, mit der filme ich meine Vlogs und alle 360-Grad-Aufnahmen filme ich mit der Insta360 X4. Lieben wir. Ja Mann, Leonard, der Rollerfahrer. Ich sehe uns da alle auf dem Roller irgendwann. Wir kaufen uns alle so einen Roller und dann gehen wir damit Enduro fahren und so. Ich will mit dem Roller Treppen runterballern. Wenn unsere Roller wieder steigen. Oh! David! Alles okay? Ich hab dich voll getreten, ne? Ja, ein bisschen am Bein, aber es geht schon. Ey, tut mir voll leid. Jetzt ist wieder verheilt.